Liebster Mario und liebster Handlanger von Mario, berichte mal live aus meinem Homeoffice. Stör jetzt nicht, auch wenn das Wasser von dir gut ist, weil das von deinem Wesen das Wasser von deinem Wesen ist. Boah, guck, da ist der Störfaktor hier rein. Was denn? Alter! Ist die Love oder was? Ja, ist noch nicht fertig. Mach zu Ende. Und jetzt stör nicht. Ich bin hier mitten im Gespräch. Ein Augenblick. Ich denke, 6 geile Minuten werden es wohl noch sein müssen. Naja, okay. Das brauchen wir nicht. Piep gleich nochmal. Das ist mein Mikrofon. Ich wünsche euch natürlich, auch wenn bei uns die Uhren hier anders ticken in Viersen, liebster Mario, liebster. Liebster Herr, oh Herr Mario Bart, wünsche Ihnen und Ihrer Partytruppe ganz viel Spaß in der Homeoffice auch. Sind angekommen in Vorsen, eindeutig. Ich brauche nicht so lange, um manchmal Sachen zu verstehen. Aber mit einem gelähmten Umfeld um mich herum, da brauche ich halt natürlich länger. Das ist gar kein DJ-Equipment. Das sind auch keine Herdplatten, die funktionieren. Die funktionieren alle vier nicht, die alle beide nicht. Und hiervon funktioniert nur eine. Ja. Die Spülmaschine funktioniert nicht. Funktioniert eigentlich gar nichts. Das sieht nur so aus, als wenn das funktioniert. Wir haben es gerade 22:39 Uhr, Herr Bart. Oder wir haben es 0 Uhr, lieber Herr Mario Bart. Oder aber auch 8:05 Uhr. Oder aber auch. Uhr, 27.12. Aber es ist 20 Uhr. Keine Ahnung, Herr Bart. Aber wissen Sie was, Herr Bart? Für Sie habe ich ein Trickchen. Ich bin zwar nicht abrichtig, das ist unsere Kindertötungsanstalt, da kann ich nur richtig schön Werbung für machen. Wenn bevor Sie auch noch die Erkältung bekommen oder nachher eine Männergrippe, auch ich könnte die bekommen, nicht weil ich ein Kerl bin, aber mehr Eier habe als Sie sonst alle zusammen. Biozitrus-Tee. In Kombination mit Grapefruit-Saft. Habe ich von der Heilerin. Kostet 40 Euro. Schmeckt so geil. Das ist mein Kräuterstudio hier. Und ich bin erkältet und ich kriege keinen Viersen, keine Hilfe. Das ist halt so, man gewöhnt sich irgendwann dran. Nach 10 Monaten ist aus der Seele schreien. Falsches Bundesland. Mein Gott, in Berlin war es schon besser. Weil der nicht schwer ist. Viersen, die Messlatte liegt ganz gering im Moment noch. Da unten. Und nur weil Kollege auch in der Kommune Viersen ist, dann kann ich sie ein bisschen höher setzen. Aber wir sind nicht Düsseldorf und auch nicht Mönchengladbach. Die wäre hier in München, die Mönchengladbacher da. Düsseldorf liegt nochmal drüber, das ist der Fahrrad. Ticken da drunter ist auch kein. Auch wenn JPG zusammen, also Kollege mit Fahrrad zusammen. Ja, aber wir liegen nicht über Berlin. Wir liegen nicht über Berlin. Und außerdem im Moment liegt eh keiner auf mir. Das ist so. Außer mein Kater. Mein Schwarzer. Mir wird dir der Weiße geklaut, der Schwarze. Und weil mir mein Leben was wert ist, muss ich wohl das Bundesland verlassen. Aktueller Stand der Dinge, aber damit sie nicht krank werden, habe ich ihnen jetzt gesagt, wie es geht. Die Dame war mal Familienhelferin. Aber wenn ich da bin, dann polarisiere ich so sehr, dass sie danach ist die Kindergärtnerin geworden. Im Waldkindergarten. Oder Zufall, dass die Zeit gleich. Ja, und dann habe ich uns heute eine Legung gemacht, lieber Herr Bart. Ho, ho, ho. Aber dank Einstein weiß ich, ja, Zeit ist nur eine Illusion. Die Vergangenheit, König der Schwerter. Die Gegenwart, zwei Kelche, das ist auch Königsadlerflügel. Die Zukunft sieht aber nicht rosig aus. 9 oder 8 Schwerter, 2, 4, 6, 8, 9. Wenn ich hier bleibe, 9. Oder wenn wir das alles ein bisschen zeitmäßig übereinander legen. Dann hast du Brachland. Euthanasie in der Kinderfachabteilung Waldniel, Hostort. Unter strengster Geheimhaltung.